Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project 2002 Kappa Mode. Ich habe gerade ein bisschen gefailt. Ich habe gerade auf, wollte gerade auf Aufnahme starten klicken. Bin auf Stream-Vorschau gekommen. Ich habe jetzt aber nicht viel gemacht. Ich habe einen Electrolytic Separator gebaut. Das ist nicht wirklich viel. Das ist Eisen, Gold. Also einfach nur Eisen, ein bisschen Redstone und ein bisschen Alloy. Der Rest ist einfach nur noch Witz. Und so ein Infinite Water. So, wir brauchen jetzt aber erstmal ein Fluid Conduit. Oder ein wenig. Weil wir brauchen hier Flüssigkeit rein. Hier brauchen wir keine Connection. Hier auch nicht. Hier machen wir einmal auf Always Active. Und von hinten machen wir... Nee, Quatsch, was mache ich hier? Hier kommt das rein. Insert. Genau, Wasser. So, hier haben wir jetzt einmal mit der Wrench einmal ab und so rum drauf. Genau. Weil der hier braucht das Hydrogen. So, dafür brauchen wir jetzt einmal Gas Convert. Weil das Hydrogen ist ein Gas. Wer hätte erwartet? So, Insert. Hat sich das jetzt hier nicht verbunden? Tatsache. So. Hier sagen wir aber, er soll es rausziehen und hier rein. Müssen wir aber hier sagen, dass du hier einen Input hast. Reicht dir? Ich hasse die. Ich bin ehrlich, die Mechanismenmaschinen zu konfigurieren finde ich eklig. Machen wir einmal so. Also, von links kommt ein Input. Ja, ja. So, Hydrogen bekommt der. Der hier braucht jetzt aber noch das gute alte Ethylen. Ethylen. Oxygen braucht er. Und zwar bekommt er das auch von hier. Wir machen aber bei beiden Dumping Access. Können aber noch mit Upgrades arbeiten. Haben wir noch Speed. Alloy. Kommen wir. Dann machen wir mal 40. Machen wir 30. 30. Das ist jetzt langsam zu blöd. Lock Selection. Wir werden gleich Probleme haben. Also ich werde gucken, dass ich in einer der nächsten Folgen mal die ganze Plastikkacke umarbeiten werde. Weil da geht bald nicht mehr an. Ich meine, wir haben die Möglichkeiten, so ist es nicht, aber naja. Alloy.
Machen wir mal einfach jetzt 40 Hände. So. Folgendes Problem. Wir bekommen hier Evelyn raus. So, hier sagen wir jetzt einmal Input. Der bekommt das Substrat raus. Das Evelyn ist jetzt richtig wichtig für uns. Weil nur über dieses Evelyn kriegen wir hier am Ende mit dem Substrat die HDPE-Pellets raus. Und drei brauchen wir mindestens für ein Sheet. So. Problem ist jetzt aber, das Ganze ist, das ist ein Gas, wir brauchen zur Flüssigkeit. Dafür brauchen wir einen Rotary Condensator. So, den craften wir uns halt schnell. Allzu teuer ist der aber nicht. Das ist jetzt null Thema. Zwei Basic Control Circuits. Und mich würde nicht wundern, wenn wir noch ein Energy Tablet haben. Okay, haben wir nicht. Zack. Das war's dann auch schon. Und dann würde ich ganz blöd sagen, machen wir einmal hier auf. Ich mache hier etwas Platz. So, hier die Verbindung wird gekappt. Hier auch. Und hier sagen wir Extract Always Active. Gases und Output. Genau, das ist jetzt hier. Muss ich das jetzt verstehen? Also solltet ihr gerade nichts rein, das ist gar kein Thema. Ich reihe nämlich selber nichts. Wo nimmt ihr das Oxygen her? Ah, lol. Haben wir einen Gorge-Dropper? Haben wir. Das war jetzt natürlich sehr super. Aber da können wir doch eigentlich sagen... Genau. So, jetzt aber hier Insert Liquid Ethylene Fluids machen wir einen Moment. Wir machen mal ganz kurz so. Wir sagen einfach mal, der soll hier rüber reingehen. Und dann so einmal hier die Flüssigkeit rausziehen und hier reinschicken. Nicht Transporter Config. Genau, das meinte ich eben mit diesen Scheiß zu konfigurieren. So, jetzt haben wir es und jetzt kriegen wir hier die HDPE-Pellets. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann machen wir hier oben noch Auto-Eject.
mach mal über eine Ender Chest. Macht er jetzt natürlich nicht. wie machen wir das jetzt am besten? Ich möchte da jetzt eigentlich kein das nicht über das ME machen lassen, dass das über das Bestellen machen, weil die vorbei, wir lassen das jetzt einfach mal kurz laufen. Oder? Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Kommen wir mit dem Evelin nach. Ja, so halbwegs. Dann nehmen wir das hier schon mal raus. Da können wir schon mal die ersten HDPI-Cheats machen. So, machen wir einfach mal dafür ein Crafting-Rezept. Da kann ja von mir aus ein Semé kommen. Machen wir so, HDPE gibt 1 hiervon. So. Das rein. Holen wir uns noch ein Item-Conduit. Und ich wäre echt dafür, dass wir das dann doch hier in die Chest machen. So. Haben wir hier eine Chest für alles rein? Ah, was war das hier? Das hat einen Import was, dann machen wir das einmal Lapis. Das sollte das einfachste sein. Zack und zack. Always active. Insert. Output. Genau. So, und jetzt die Speed Upgrades. Wir haben mit dafür, wir können einfach reinrotzen, Ende. So, wie sieht das jetzt aus mit den Pellets? Wie viel brauchen wir für 64? Noch 137. Stück könnten wir machen. Jetzt mittlerweile glaube ich 20. Jetzt 20. Dann wisst ihr was, machen wir das so ganz einfach. Weil jetzt können wir wieder zurück zu unserem alten Thema geben, den Neutronen-Collector. Solar Neutron Activator. Oh Gott, die lassen sich nicht stacken. Und bam. Oh Gott. Es gibt keinen Gott. Es gibt definitiv keinen Gott. Wir haben Neutronenkollektoren. Ey, das ist das nächste Auto-Crafting, das nächste Extreme-Crafting-Rezept, das wir fertig haben. Das werde ich dann, glaube ich... Ja, ich glaube, ihr wollt mich nicht die ganze Zeit das rumziehen sehen. Wir werden jetzt erstmal hier die 16 Stück, die wir dann... Ne, 17 sogar.
werden wir es schon mal aufbauen. Und zwar brauchen wir, ich würde gerne dafür einen Compacting Drawer noch verwenden. Einen Crafting Table. Zack. Warum will ich einen Compacting Drawer? Das ist ganz, ganz einfach. Weil so kommt das Zeug, was fertig ist, sofort auch schon als Nugget- und Warrenform raus. Und ich würde sagen, hier haben wir die Kristalle, hier haben wir Botania, zumindest theoretisch. Dann packen wir hier die Neutronenkollektoren hin. So. Machen wir hier schön mittig einen hin. Das Schöne ist jetzt bei dem Item-Contest hier, brauchen wir auch wirklich mal kein. Na, wie heißt das Gelumpe? Keine Speed-Upgrades. Weil alle 6 Minuten kommt da ein Teil raus. Happy Birthday. Also wenn wir da jetzt noch großartig mit, sag mal schnell, mit Speed-Upgrades arbeiten, ja, herzlichen Glückwunsch. Always active. Dann können wir ja hier schon mal so eins rüberbringen. Der hat noch nicht. Gut. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Teile funktionieren. So, sehr schön. Also, die Neutronenkollektoren. Sehr spannender Block. Wir haben ein Feld. Da kann nichts rein. Alle 6 Minuten bekommen wir ein Pile of Neutrons. So. Und dieses Pile of Neutrons brauchen wir dann für Ultimate Stew. Hoppala. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste erwischt. Für Cosmic Meatballs. Wir brauchen 9 Stück für Neutronium Nuggets. Und 9 Neutronium Nuggets gibt ein Neutronium Ingots. Und naja, ihr seht, wie viel wir brauchen. So, da ich jetzt aber genau weiß, dass ich die Solar-Teile hier alle reinziehen muss, würde ich sagen, machen wir jetzt eine. Ach scheiße, mein Notfallplan. Ah, perfekt, wir haben 18 Minuten, dann beende ich jetzt ja für die Folge, weil ich hatte noch einen Notfallplan, aber naja, der ist jetzt ein bisschen scheiße geworden, weil wir dafür den Extreme Crafting Table brauchen. Ja gut. Ich würde sagen, das mache ich jetzt noch offscreen fertig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.